Tja, wir sind hier an der hohen Sonne und bereiten uns auf den ersten Feldtest für den Adventure Run vor. Heute geht es zum Drachenstein, das ist die erste Etappe und von da startet dann unser Run hoch zur Wartburg. Wir sind jetzt gerade hier an der hohen Sonne, begeben uns jetzt zum großen Drachenstein auf unglaubliche 471 Höhenmeter und haben dann die gerade Linie vom großen Drachenstein zur Wartburg und durchqueren dabei die Wolfslöcher, die Landgrabenschlucht und über die Sängerwiese. So, wir sind hier mittlerweile im Unterholz angekommen. Man sieht überall totes Gehölz, tote Äste. Wir können leicht durch den Schatten erkennen, da hinten müssen wir hin. Also die Richtung stimmt. Die Wartburg ist noch in Sichtweite. Und wie läuft man jetzt hier in so einem Gelände? Überall totes Holz, abgebrochene Äste. Wir laufen leichtfüßig, kleine Schritte, tänzeln förmlich über die Hindernisse hinweg. Hier kann man nicht mit Vollspeed laufen, ein bisschen Kopf anschalten und schnell reagieren. Ich bin jetzt quasi fast verstorben an einem riesigen Dorn, der sich in meinen Schuh gequält hat. Also hier wäre es tatsächlich vielleicht sogar sinnvoll, mit Gamaschen zu laufen, dass eben nicht ständig Steine und Unrat in die Schuhe rieseln. Habe ich aber heute nicht dabei. So, und hier gibt es natürlich auch ein bisschen Totholz. Ich würde jetzt unheimlich gerne, wie Bear Grylls, mein großes Vorbild, euch auch zeigen, wie man Larven essen kann. Aber habe leider keine gefunden. Esse ich dann lieber einen Riegel. Das Holz weg. Hier ist ein toller kleiner Wasserfall. Weiter geht's. Oh. Hier sieht man ganz schön überall Wildschweinspuren. Das heißt, hier haben Wildschweine nach Nahrung gesucht. Und Wildschweine sind nicht unbedingt der beste Freund der Läufer. Jetzt im Januar sicherlich kein Problem. Aber spätestens wenn die Bachen ihre Frischlinge bekommen, dann sind sie sehr angriffslustig und ja, wir halten uns lieber von den Wildschweinen entfernt. Ja, jetzt geht wieder ins Unterholz. Die Bäume stehen dichter und abgestorbenes Material verdeckt auch so ein bisschen die Sturzgefahr und wir müssen jetzt auch besonders aufpassen. Hier beginnen dann bald die Schluchten, die Landgrabschlucht zum Beispiel, wo es auch ein paar felsige Abhänge gibt mit ein bisschen Wasser. Das heißt, wir rennen jetzt nicht mit Vollspeed hier weiter. Abwärts. Und das rutschig. Also der Aufstieg durch diese alte Bachrinne, die man leider nicht gleich als Bachrinne erkennt, macht nasse Füße. Und drunter fließt noch das, wahrscheinlich das alte Schmelzwasser, Regenwasser. Und natürlich, wenn man nasse Füße hat, ist es erstmal scheiße, aber nicht zu ändern. Und besser, man hat dann wirklich Schuhe, die die Nässe auch gleich wieder nach außen abgeben und nicht lange speichern. Also mit einem reinen Gore-Tex-Schuh, der dann im Ernstfall vollläuft und die Nässe nicht abgeben kann, ist man da schlecht beraten. Aber mit solchen OCR-Laufern, Tretern, funktioniert das super.
Aber bei allem Spaß am Querfeld einlaufen, denkt immer dran, wir brauchen die Natur, aber die Natur braucht uns nicht. Etwas sandig. Kommt keiner, wo ich bin. Holla die Waldfee. So. Leichte Kost. Proteinreich. Schmackhaft. Beef Jerky. Beef Jerky. Ich auch nicht. Ja. Erste schwere Verletzung, man sieht starker Blutaustritt hier und hier. Gerade. Wartburg nur noch wenige Meter entfernt. Letzter Anstieg und dann haben wir es geschafft. Ich sehe gerade den Drachenstein hier in luftiger Höhe von der Wartburg aus. Sieht das ganz lächerlich aus, aber der Weg hierhin war wirklich ja, brachial und hat viel Spaß gemacht. Schön, wenn man es geschafft hat.